Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich probiere mal wieder aufzunehmen, hier über OBS, an meinem Laptop. Richtig, das hier ist eine Laptop-Aufnahme. Ja, das, glaube ich, erkennt man auch wahrscheinlich bestimmt daran, dass es echt laggen tut. Und Leute, dafür kann ich nichts. Wie gesagt, ich habe einen schlechten Laptop. Bevor man jetzt mich wieder in die Kommentare schreibt und sagt, dein Video laggt. 3 RAM, nicht vergessen, 3 RAM, das läuft natürlich dadurch schlecht. Der hat sein Laptop hier schlecht. Aber okay, ich komme jetzt zum eigentlichen Content. Denn dieses hier ist ein Meinungsvideo. Und mich persönlich, das habe ich auch nur zufällig erfahren, als ich auf dem Handy in den Nachrichten geschaut habe. Also nicht Benachrichtigung, sondern ihr wisst doch, wenn man am Handy ist, kann man so nach wegswipen und dann sieht man so die Google-Nachrichten. Und da ist mir was aufgefallen, also habe ich das gelesen, da dachte ich nur so, oha. Und der Titel soll es ja schon verraten. Und zwar, dass RTL, also diese Sendergruppe RTL, die Marke Nickelodeon in Deutschland aufkaufen möchte. Nicht wird. Aber das Einzige, was noch dazwischen steht, ist das Kartellamt. Und Leute, ganz ehrlich, wir leben hier in Deutschland. Natürlich wird das Kartellamt dem zustimmen. Das ist logisch. Natürlich wird es das machen. Weil, ganz ehrlich, das Kartellamt hat auch damals zugestimmt, dass Vodafone Unity Media kaufen darf. Und jetzt hat man halt dadurch, haben die Kunden halt den Salat. Aber okay. Natürlich wird es auch da zustimmen. Und hier gehen wir erstmal auf einen Punkt, der generell wichtig oder interessant sein könnte. Und zwar, dass sich dadurch die Fernsehlandschaft stark verändern wird. Zurzeit ist es ja so, dass es 5, ich glaube es waren 5 Kindersender in Deutschland gibt. Also im Free-TV. Ich gehe nur vom Free-TV aus, nicht vom Pay-TV. Das Pay-TV ist ganz ehrlich egal. Das ist egal. Wir gehen vom Free-TV. Und zwar Kika, Super RTL. Naja, also dann sind 6. Es sind 6 Kindersender. Sorry. Und zwar nochmal. Kika, Super RTL. Also darunter halt das Tagesprogramm Togo, ne? Nickelodeon, Disney Channel, Rick, ich weiß nicht, wie das heißt, und Togo Plus. 6 Kindersender. Wenn es irgendwie noch einen 7. gibt, schreibt es bitte in die Kommentare, ich weiß gerade nicht. Vielleicht ist auch irgendeiner dazugekommen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das sind die Kindersender, die es in Deutschland gibt, im Free-TV. Wie gesagt, ich sag Free-TV, weil klar, es gibt auch Cartoon Network, Boomerang und das ganze Zeug, aber das ist alles Pay-TV, nein. Das ist irgendwie so, es ist aus den Augen, aus dem Sinn. Sorry. So. Und das hier ist aber ein Meinungsvideo, müsst ihr wissen. Erstens ist es halt so, wenn RTL Nickelodeon aufkauft, dann ist Nickelodeon, das ist dann weg. Das ist danach Togo. Hier, erster Punkt. Braucht es wirklich 3 Togo-Sender? Ganz ehrlich, braucht es 3 Togo-Sender? Ne? Neben Super RTL. Danach irgendwann wahrscheinlich kann auch wieder Nickelodeon heißen wird. Wahrscheinlich vielleicht aber nur Togo und Togo Plus. Braucht es das? Ganz ehrlich, nein. Braucht es nicht. Es braucht eigentlich nicht einmal Togo Plus. Aber okay, da ist was anderes. Das wurde damals in der Zeit gemacht, als die ganzen Sender auf Plus standen. Und ich meine, ey, es ist halt so. Ja. Es gibt ja auch hier, glaube ich, noch diesen Sender Comedy Central Plus 1, der auf dem Nickelodeon-Dings zwischen 20.15 Uhr und 1 Uhr sendet. Also, aber ganz ehrlich, einen dritten braucht es nicht. Weil, warum? Läuft dann da genau dasselbe wie auf den anderen 2 Togo-Sendern? Ganz ehrlich, braucht man nicht. Das ist es.
Es geht halt darum, erstens, das nimmt doch auch vor allem für so einem, für ein Kind oder einen Jugendlichen. Ich gehe jetzt mal in die Augen wo auch der Jugendlichen und auch der Kinder. Eher in die Kinder. Das nimmt auch denen an sich so diese Möglichkeit weg, sich großartig zu entscheiden, wenn sie Fernsehen gucken wollen. Und dann aber eigentlich nur, also ich gehe jetzt mal von einem Kind, ich weiß nicht, aus Erfahrung, eher so ab 10. Das hat dann halt eine schwierige Entscheidung, weil eigentlich in den meisten Fällen ist es so, da hast du eine Entscheidung zwischen Super RTL, Nickelodeon und Disney Channel. Das sind ja auch übrigens die, wo am besten ankommen. Ganz ehrlich, also dieses Rick. Ganz ehrlich, ich hätte davon nie irgendwas gehört, wenn ich nicht zufällig drauf gestoßen bin, aber juckt mich nicht. Nee. Nee. Da laufen halt nur ganz alte Kinderserien, also hier kleine, könnt ihr mal gucken, wenn ihr wollt, ne? Rick. Ja. Okay. Und halt Kika, aber. Okay. Es ist ein Meinungsvideo. Nur mal so, immer noch bedenken, ja? Und meine Meinung ist halt, Kika ist eher was für Babys, finde ich. Ich weiß nicht, ist irgendwie so. Die meiste tagsüber ist es eher so für Babys, bis halt Kinder, weiß nicht. Vielleicht noch 10, okay. Ja. So im Dreh, aber die gucken dann auch kein Kika mehr. Aber diese an sich Jugendlichen. Die haben die Arschkarte gezogen, weißt du, gesagt, weil die haben generell keinen richtigen Sender für sich. Und vor allem Nickelodeon und auch Disney Channel, vielleicht auch noch ein bisschen Toku, keine Ahnung, ne, sind so diese Sender, die vor allem auch diese Jugendlichen ansprechen, zwischen 12 und sagen wir mal zwischen 10 und 16 Jahre, meine ich. Ja. Vor allem Nickelodeon. Weil das hat ja auch diese ganzen Serien. Das hat Serien, mit denen wir alle aufgewachsen sind. Serien wie, bestes Beispiel, iCarly, Drake und Josh. Oder auch, um es mal nicht Serien von Dan Schneider zu nennen, die Thundermans zum Beispiel. Oder Nicky, Ricky, Dicky und Dawn. Und sowas. Und diese Serien. Oder auch Henry Danger. Zum Beispiel. Oder, ja. Das sind gute Serien. Und wenn dann aber Nickelodeon verschwindet, da werden solche Serien nie wieder so im Fernsehen kommen. Müsst ihr euch bedenken. Weil Togo, da wird sich definitiv nur auf, also bestimmt nur auf Paw Patrol, SpongeBob und Willkommen bei den Lautz setzen. Diese drei wahrscheinlich, bin ich mir sicher. Ja. Ich meine, klar, man weiß, man kann nie wissen, was passiert, wenn es am Ende so bleibt wie jetzt. Okay. Ich sag okay, weil es ist dann keine Änderung. Wenn es halt am Ende wirklich Togo ist, aber halt der Programm von Nick so bleibt wie jetzt, dann ist es okay. Keine Änderung. Außer halt anderer Name. Klar. Am geilsten wäre es. Ich glaube es aber nicht, dass sie das Programm komplett ändern und vielleicht auch wieder verbessern. Weil klar, ich sehe Nickelodeon selbstkritisch. Weil ich habe schon seit Jahren gesagt, wenn sie es so weitermachen wie jetzt, wird das Sender irgendwann verschwinden. Ich habe es zu allen gesagt. Ich habe es zu Freunden gesagt und so weiter, die auch den Sender und so kennen. Ich habe zu denen gesagt, wenn der Sender so weitermacht wie jetzt, wird er irgendwann verschwinden. Und dieser Punkt könnte jetzt passiert sein. Ja, warum? Weil natürlich merkt man halt immer mehr, dass es halt wirklich nur noch ums Geld geht. Klar, es ging schon immer nur ums Geld, aber früher war es wenigstens bei den ganzen Sendern so, dass sie dafür noch wenigstens Leistung erbracht haben. Aber zum Beispiel nehmen wir mal an Nickelodeon. Das sendet heute immer nur noch dasselbe. Das ist ein und dasselbe. Du kannst es dir nicht mehr anschauen mittlerweile, weil es einfach nur noch ein und dieselbe Sache ist. Ja. Sogar Nachtprogramm. Ey, ich find's so geil, dass Nickelodeon eigentlich ein Nachtprogramm hat. Vor allem für Junggebliebene.
für jung gebliebene Erwachsene. Das heißt eben so die ganzen alten Serien und so weiter, ne? Für Leute, dessen Kindheit sogar noch vor meiner Zeit war. Ich bin 23, 2000 geboren. So, und das ist so ein Nachtprogramm. Früher, klar zu der Zeit von Nick Knight, war das geil. Das war so ein richtiger, das war cool. Dann aber irgendwann wurde es entfernt und durch MTV Plus ersetzt. Ich glaube, das hat niemand von uns wirklich gemocht. Außer, egal, das ist ein anderes Thema. Danach irgendwann kam Comedy Central Plus 1 und das ist gut. Dann irgendwann kam aber Nickelodeon zurück, in die Nacht hinein. Und anfangs war das echt nice. Es war zwar nicht so wie Nick Knight, aber es war so, dass halt, dass es halt, Satzbau. Es waren Marathons von den Serien. Von 1 Uhr nachts bis 5 Uhr laufen immer eine Serie die ganze Nacht durch. Klar, von montags bis freitags, donnerstags, war das anfangs immer nur SpongeBob. Und das ist auch heute noch SpongeBob. In den Anfangstagen, glaube ich, war es so, dass dann freitags Avatar lief. Ja, also das, ja. Und samstags, glaube ich, egal. Samstags wurde dann immer abgewechselt zwischen Serien wie Victorious, Sam und Cat. Ich glaube auch mal iCarly, dann wieder und so hin und her, zwischen eigentlich diesen drei Serien. Okay. Dann kam sonntags immer noch Hey Arnold hinzu und montags dann Cat Dog. Okay. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, das ändert sich gar nicht mehr. Das ist jetzt auch schon seit, das läuft jetzt nur noch in Dauerschleife die ganze Zeit, jedes Wochenende dasselbe. Und dann irgendwann konnte man sich auch nicht mehr geben, das. Ja, das kann man sich irgendwann nicht mehr geben, wenn es immer dasselbe ist. Müsst ihr mal nachdenken. Eine Serie wie iCarly, also ich meine die alte Serie, nicht die neue, ich rede von der alten, die Kult ist. Dass die so oft kommt dann, dass du dir das irgendwann nicht mehr geben kannst. Das muss schon was bedeuten. Weil den Leuten hinter den Sender, die scheren sich einen Dreck um euch. Und auch Hauptsache hier, ihr kriegt. Es ist wirklich so mit dem nicht so, ja. Hier kriegt ihr ein bisschen, hier ist ein paar Serien so, ja, immer das, ja, uns egal, ne? Hauptsache, ihr geht irgendwann auf Paramount Plus und wir bekommen euer Geld. So gefühlt wirkt das. Also, es wirkt halt wirklich eher, als würden sie alle nur noch auf das Streaming gehen wollen. Klar, warum? Weil das Fernsehen aussterben wird. Sorry, aber ist so. Ich denke, in den nächsten Jahren wird es Fernsehen so nicht mehr geben. Es wird nichts mehr Attraktives sein. Und das hier ist auch ein wichtiger Punkt, weil genau hiermit kann es sein, dass man auch die Kinder und vor allem die Jugendlichen, dass die auf das Streaming rübergehen werden. Ja. Denn der Punkt ist, dass Nickelodeon nur in Deutschland gehen wird. Überall auf der Welt wird es bleiben. Das heißt, Deutschland wird dadurch diese ganzen Serien verpassen. Solche auch die ganzen Jugendserien. Die werden dann in Deutschland, das würde man verpassen. Weil sie hier nicht gesendet werden. Das heißt, du wirst dann hier bestimmt, ja, SpongeBob, laut Paw Patrol haben. So das einzige Nickelodeon-Ding. Und dann hat das ganze Super-Zeug, alles mögliche komische nehmen. Ey, ich habe gar nicht gewusst, dass mittlerweile aus jedem Film, der von DreamWorks läuft, einfach eine Serie rausgeklatscht wird und das war's. Okay. Ich meine, kann man machen, aber okay. Ist nicht mein Ding, aber muss es auch nicht. Hauptsache, wenn es anderen gefällt, okay. Aber trotzdem, in Deutschland verpasst man damit was. Weil allein, wenn solche Nickelodeon-Shows rausgebracht werden, dann müsst ihr dafür auf Paramount Plus gehen. Und das ist traurig. Und ich sag euch, so ein Jugendlicher oder so, die sind ja alle richtig gut vernetzt, auch Social Media und so weiter. Die sehen dann, in den USA ist gerade voll die geile neue Serie, aber in Deutschland, ich kann die mir nicht angucken, weil es gibt dir das nicht. Und dann zack, Paramount Plus. Und dann sehen die da so, da gibt's auch noch die Serie und die Serie, hey, besser als Fernsehen. Ja. Ich finde einfach, es wird etwas damit nehmen. Erstens, klar, unsere Kindheit, unsere Jugend. Die Jugendlichen verlieren damit eigentlich auch einen Sender, weil Nickelodeon ist kein Kindersender an sich.
Ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist Nickelodeon ein Sender für Kinder von im großen Ganzen von 0 bis zum Tod. Vom 0 bis zum Tod. Und warum? Weil kleine Kinder oder auch Vorschulkinder wachsen mit Nick Junior auf. Klar, es gibt auch Kikaninchen und Topolino oder auch Disney Junior, aber wir bleiben jetzt mal hier bei diesem Punkt. Danach gehst du aus, danach entwickelst du dich weiter und interessierst dich dann erst so für Serien wie SpongeBob oder die Louds, Cosmo und Wanda und was es halt so alles gibt. Das ist dann so, bis du in die Jugend reingehst. Danach magst du eher Serien wie zum Beispiel im aktuellen Ding Henry Danger oder die Thundermans. Vielleicht auch mal siehst du eine alte Serie wie iCarly. Vielleicht auch mal Sam und Cat. Aber dafür müsst ihr auf Pluto TV gehen oder auf Paramount Plus. Geht auf Pluto TV, das ist kostenlos. Das ist keine Werbung oder so. Aber ist es eine Empfehlung, weil ich sage, ich rede immer nur von Paramount Plus, Paramount Plus, bla 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 bla. Ich bin aber eigentlich gegen Streamingdienste. Obwohl ich selber welche benutze. Trotzdem, Pluto TV kann ich nur empfehlen. Aber auf jeden Fall, aber solche Serien. Und das geht dann, das kann länger gehen. Klar, irgendwann wächst man auch mal, manche auch aus den Serien raus und gucken eher so dann die Erwachsenen-Serien, so diese normalen halt. Aber manche gucken auch weiterhin noch solche Serien. Also ich bin zum Beispiel so einer. Aber auch Ding. Der Punkt ist jedenfalls, dass es ist ein Sender für alle. Was halt die anderen nicht so sind. Zum Beispiel Toko ist definitiv eher ein Sender zwischen ja, Vorschule bis 13 Jahren. Also nichts für Jugendliche. Und Kika. Erst recht nicht. Wie gesagt, Kika, ich finde eher, das ist ein Babysender. So bis abends. Bis abends ist es ein Babysender. Und Disney Channel verkommt langsam auch mehr zu so einem Kleinkindersender, ja. Ich weiß, vielleicht habe ich mich hier viel zu viel drum herum geredet, aber es ist ein Meinungsvideo. Ich sage hier meine Meinung aus. Keine Fakten. Auch wenn es ein Fakt ist, das Ding, aber halt auch meine Meinung. Und das ist übrigens nicht das erste Video. Also, das war's mit diesem Video. Es wird aber nicht das erste Video bleiben. Ich mache heute zwei Videos an einem Tag. Und das noch vom ähnlichen Thema. Und im nächsten Video könnt ihr euch dann anschauen, Ding das nächste. Ich sag mal so, es hat was mit ProSieben zu tun. Also, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich bestimmt viel drumrum geredet habe, ne? Hoffe ich trotzdem, es hat euch gefallen. Ja, also auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.